Das ist freilich nur bezirzende Betörung, denn sie macht vergessen, dass diese hoffnungslose und endgültige Ausweglosigkeit des alles Verlierenden im Game Over schon bewahrt werden würde in dieser Neuerweckung des bunten Scheinseins. Aber die Aussichtslosigkeit des je eigenen Spiels, in dem dann alles verloren sein wird, endgültig, und das nur deshalb in kurzzeitigen Todesängsten aufklaffen gemacht wird, damit man seinen Seim und Sermon an dem anderen Ort abliefere. Dieses je eigene Spiel, eigenste, einzigartige Game, hat nichts zu tun mit dem anderen Spiel einer ewigen Wiederkehr von etwas, das sich immerzu erhält, der Formneutransformierung, die eben deshalb nur sich ins Werk setzen kann auf der Basis des Verlustes des aussichtslosen, einzigartigen, immer verloren dann gewesenen. Das individuelle Lexikon, das individuelle Erleben, das einzigartige Endspiel, das man selber ist, hat nichts mit dem nicht aufhören können der Formneutransformierungen zu tun. Denn diese bewahren ja nichts von den Resten dieses Erlebten und Erleibten, sondern sind ganz im Gegenteil darauf angewiesen, dass nichts davon bewahrt bliebe und immer wieder ein neuartiges, unbeschriebenes Blatt der Körpermatrizes entstünden, auf denen dann ein neues Poker- oder Roulette-Spiel gespielt wird. Mit übergroßen Einsätzen, die alles auf eine Karte zu setzen haben. All in auf Rot oder Schwarz, Pair oder Ampere.